Wir haben mal wieder einen kleinen Souls-Check heute und zwar heißt das Spiel The First Berserker Kazan. Ihr habt davon sicherlich schon gehört, vielleicht auch schon den ein oder anderen Trailer gesehen. Das Spiel ist schon seit geraumer Zeit in der Mache und wurde immer mal wieder angeteased. Und immer wenn man was davon gesehen hat, hat man sich so gedacht, das sieht verdammt gut aus. Das könnte tatsächlich ein richtig nices Souls-like werden. Und total unverhofft ist es dann so gekommen, dass ich gefragt wurde, ob ich einen Key für die Technical Closed Beta haben will, was immer auch das bedeutet, offensichtlich ein technischer Beta-Test. Habe ich gesagt, ja klar, komm, why not? Darf ich streamen? Dann haben die gesagt, nein, dann habe ich gesagt, mache ich aber. Und dann haben sie gesagt, ja, okay. Nein, Quatsch, die haben gesagt, du darfst natürlich streamen. Und oh, das finde ich sehr schön, Zomboid. Stiftung Souls Test hier am Start. Und deshalb will ich mal wissen, was das Spiel kann. Wie gesagt, unter Vorbehalt, es ist noch technischer Beta-Test. Da können noch Bugs sein, da können noch technische Probleme auftreten. Wahrscheinlich sind auch noch Inhalte nicht dabei, die noch dazukommen. Aber vielleicht für einen ersten Eindruck nicht schlecht. Also, wir checken es mal ab. Achso, ich mache hier noch den Greenscreen hoch. Und ich bin sehr gespannt. Das könnte wirklich, das kommt glaube ich erst nächstes Jahr raus, das Spiel. Und da bin ich doch wirklich mal gespannt, ob das Spiel was kann. Was muss ich machen? Achso. Oh, ich kann Drops aktivieren. Höre ich gerade. Weiß nicht, ob Nikolas wahrscheinlich jetzt gerade nicht da. Ich versuche das mal parallel zu machen. Dann bekommt jeder ein Key für die Beta. Das wäre doch schön. Gute Info. Während ihr hier das Intro guckt, gucke ich, ob ich die Drops aktiviere. Finde ich gerade tatsächlich nichts, wo man die hier, also zumindest in den Twitch-Einstellungen finde ich nichts. Ah, vielleicht ist es sowieso automatisch bei euch. Ich finde die Optik ganz interessant, weil es ist einerseits realistische Optik, andererseits haben die Charaktere so einen ganz leichten Cell-Shading. Ja, nicht Skin, aber so eine ganz leichte Cell-Shading-Optik, was so einen nicht interessanten Look gibt. Ist jetzt noch nicht so Code Vein-mäßig, aber es ist auch nicht Souls-ig. Ganz interessant. So ein bisschen wie Telltale hier, Walking Dead. Wisst ihr noch? So ein bisschen. Herr der Ringe, die komische Verfilmung. Die Bakshi-Verfilmung meinst du, den Bakshi-Zeichentrickfilm? Ja, das ist nochmal eine andere Technik gewesen. Rotoskop oder so heißt sie, glaube ich. This one, we...
Kamera kann ich steuern und den Dude, aber mehr auch nicht. Also macht nichts. Ugh. Blutet auf jeden Fall den ganzen schönen Schnee voll. Richter zusammen. Kotzt ein bisschen Blut. Eieiei, das ist doch nicht gesund. Stop. You really want to die. Then embrace the energy of the blade if you want to live. Imperial Soldiers Dual Wield. Okay. Okay, leichter Schlag. Gibt ja immer manche Spiele, die haben die Schläge auf der R1, R2 Buttons, aber hier ist es Viereck und Dreieck. Muss man sich immer dann je nach Spiel umgewöhnen oder die Steuerung ändern. Also Dreieck ist harter Schlag. Was ist hier aufgeladen? Wir können nicht springen übrigens, das ist ja auch immer so. Bei manchen Souls-Spielen kann man springen, hier nicht. Haben hier so ein Slide auf X. Kreis ist noch nix. L1 ist Block. Und die anderen Tasten noch nix. So weit, so bekannt. Bind. Upgrade Stats. Endurance Strength, Willpower, Proficiency. Stamina, okay. Das sieht auch sehr soulsig aus, ne? Agility A. Scaling, Willpower Scaling B. Strength Scaling C. Okay, wir arbeiten hier auch mit Scaling, Accessories, Hotkey Items. Interessant, interessant. Okay, müssen wir hier irgendwas ändern? Machen wir mal auf Quality, oder? Ah ne, wir spielen ja PlayStation, wir sind gar nicht am PC. Das war dumm. Dann lassen wir Performance. Ach, hätte ich doch nur eine PlayStation Pro, dann müsste ich mich nicht entscheiden. So, was haben wir hier noch? Das lassen wir alles erstmal. Combat HUD. On. So, wo muss ich lang? Ihr wisst, was ich jetzt mache, ne? Natürlich gehe ich erstmal zurück und gucke, ob da das Drachenschwert plus 5 liegt.
Er läuft ganz schön langsam auf jeden Fall. Es wirkt ein bisschen, als ob er nicht so richtig vom Fleck, als ob er sich nicht richtig von dem, vom Boden abstößt. Wisst ihr, was ich meine? Nix. Oh, meine Suche wurde mal wieder nicht belohnt, Leute. Wenn ich irgendwann mal ein Spiel programmiere, ne, ihr wisst, was zu tun ist. Ist ein bisschen merkwürdig, wie der läuft. Die Anzahl der Schritte, also es ist ein bisschen schwer zu erklären, die Anzahl der Schritte, die er macht und die Größe der Schritte passen nicht so richtig zu der Strecke, die er zurücklegt. Wisst ihr, was ich meine? Es wirkt ein bisschen, als ob er auf einer Rolltreppe läuft oder so, auf dem Laufband. Aber vielleicht liegt das nur am Schnee, ja, das kann natürlich sein. Aber ich befürchte fast, dass sie nicht für verschiedene Untergründe verschiedene Laufanimationen haben, aber was weiß ich. Lock on, change lock on enemy, okay, soweit, so bekannt. Wo ist denn hier ein Enemy? Da. Press the guard button to use diamond to block attacks while guarding your movements. Auch das kennen wir. Press the guard button at the right time during an enemy's attack to execute a brink guard. This action will consume a small amount of stamina to block the attack and reduce the enemy's stamina or fortitude gauge. Also auf gut Deutsch Sekiro. Ah, okay, er macht direkt mal mehrere Schläge. Hi. Okay, das ist interessant. Die Damage-Zahlen sind ja schon von Beginn an astronomisch. Warum? 1300? Wo soll das noch hinführen? Netherworld Energy. Use Netherworld Energy. You can consume Netherworld Energy to restore your health. Interacting with the Blade Nexus will reprint. Okay, Estus Flask. Oh, ich drücke immer R1 und wundere mich, warum er nicht schlägt. Hä, ich bin ausgewichen. Okay, keine Visceral Attack, aber ein bisschen... Ah, kein Stamina mehr. Stamina meine ich. Oh, da ist ein Visceral Attack. Ah, okay. Irgendwas hätte ich da machen können. Stop my Mia. Sarah, go again. How can I resist you? Okay, warte, habe ich die gleichen Schuhe? Achso, ne, der vergleicht gerade die einzigen, die er hat. Ich wollte schon sagen. Aber Kampf fühlt sich gut an. Kein nervige Delays, fühlt sich wuchtig an. Ich hatte das Gefühl, ich war Herr der Lage. That's a good thing. Leggings Necklace of Commitment. Plus 10 maximale Stamina. Können wir hier runter? Ah, perfekt.
Die Beta ist 10 Tage lang. Kann ich schon upgraden? Require 300. Moment, wie viel habe ich denn? Available Upgrade 0. Hä, wie viel? 320. Ah ja, okay. Not quite. Ist das was? Ich habe noch nicht so genau das mit dem Timing drauf, natürlich mit dem Sekiro-Block. Weil die Blockanimation selber relativ langsam ist, wie man hier sieht. Und die Gegner mehrere Kombos machen. Bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das Timing so... Ich kann das hier bei dem Dude nochmal testen. Nee. Guck, dieser Doppel... Das war ein Block, glaube ich. Das war einer. Ah, den zweiten, der ist sehr schnell. Da war es zweimal. Na, vergessen. Und jetzt ist ein... Ah, okay. Aber sein Fortitude-Balken? Ist das sein Stamina-Balken damit gemeint, oder was? Bei so einem Standardgegner 10-mal perfekt blocken, damit er stunt ist oder was? Ich habe es noch nicht so ganz kapiert. Wir probieren es nochmal. Das muss ich wissen. Ist da meine Seele irgendwo? Oder, ach, er hat sie jetzt. Okay. Na warte, dann mache ich ihn erstmal platt. Mal oder auch nicht. Sehr schön hier zu sehen. Oh. Lacrima retrieved? What? Irgendwie habe ich jetzt Lacrima schon wieder gekriegt. Das ist schon nicht so leicht. Es bringt nicht wirklich was. Ich verstehe nicht ganz, was es bringt, ehrlich gesagt. Moment, soll das auf Berserk basieren? Nee, das glaube ich nicht, oder? Oh, nicht getroffen. Okay, der aufgeladene harte Schlag macht schon richtig viel Damage. Aber so ganz habe ich das mit dem Perfect Blocken noch nicht gecheckt. Was der Vorteil ist. Ja, der Stamina-Balken. Es geht um den Stamina-Balken, oder? Wenn man blockt, also perfekt blockt, dann geht sein Stamina-Balken runter. Aber er geht halt auch sehr schnell wieder hoch. Und da muss man wahrscheinlich... Guck mal, wie schnell der wieder oben ist. Hat gar nichts gebracht eigentlich. Hm. Na gut, vielleicht werden wir da noch Infos kriegen. Ich mach mal weiter. Brink Dodge. Enhances Dodge Attacks. Okay. Es ist ein bisschen nervig, dass die Steuerung, also das Dodgen auf X ist, statt auf Kreis, als ein bisschen unnötig, da die... Also wenn man eh schon ein Klon ist oder ein Souls-like, dann bleibt doch bei der Steuerung.
Ich muss das umändern. Ich drück dauernd die falschen Tasten. Kann man das nicht... Overall Combat. Intensity. So, Interaction. Auf Viereck? Das ist... Ah, Swift Attack, Range Potent. Ah, ich glaube B ist schon interessant. B ist jetzt so ein bisschen die Souls-Variante. Ah, jetzt habe ich es auf R1 und R2 und Dodge auf Kreis. Das ist ja schon mal viel besser, Leute. Warum nicht gleich? Als Default. Brutal Attack. Behind unaware enemy. Walk. Against exhausted enemy. Brutal attacks can be executed against exhausted enemies. Depleted stamina fire. When a brutal attack is performed in front of an enemy, Kazan's stamina is restored. Was muss ich drücken? Okay, das war's schon mal nicht. Das war die eine Info, die mir gefehlt hat. Welche Taste ich drücken muss. Kreis. In der Standardeinstellung. Ja. Also die Nutzen-Taste. Breakfall mit Air. Okay. Sehr schön. 11.000 Schaden. Irgendwann machst du 10 Millionen Schaden in diesem Spiel, wenn du schon mit 11.000 Schaden anfängst. Oder er wird noch genervt. Heinmach. Schock. Some enemies can maintain their stance even when attacked. Use a potent blow to stance. Aber es spielt sich gut. Ich habe nicht viel zu motzen bislang. Da habe ich schon auf jeden Fall deutlich schlechtere Souls-Likes vom Feeling her gespielt. Also vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ist ja wirklich. Es hilft ja fast gar nicht. Ich sehe ja trotzdem fast nichts. Fire Enhancer. Boah, wie ich nichts sehe hier auf meinem Monitor wegen den Scheinwerfern. Oh, Bonfire, oder? So, wir machen hier direkt mal ein Strength-Build. Klar. Da lassen wir uns doch nicht... Da lassen wir uns nicht lumpen hier. Ah, verdammt! Da komme ich niemals hoch. Dieser Vorsprung ist unüberwindbar für Kazan, den First Berserker. Diese treppenähnliche Gestein
Meine Füße können dieses Hindernis niemals überwinden. Wir müssen außen rumgehen und den Drachen besiegen, um an dieses Item zu kommen. Okay. Der 300 Meter große Drache, den noch nie ein Krieger besiegt hat. Erst den müssen wir besiegen, um diese Stufen zu erklimmen. Wirklich gar nicht durch. Doch. Guck mal, der bleibt bei seinem Bogen. Das nenne ich auch konsequent. Sind wir gekommen? Oh, okay. Gibt keine unsichtbare Wand hier übrigens. Falls ihr euch das gefragt habt. Ich bin so dumm. Das ist völlig unnötig. Okay, jetzt hat er ihn mit zwei Schlägen zerstört. Und nochmal 15.000 Bonus-Damage. Lacrima retrieved! Hä, da kann ich doch nochmal hochleveln. So viel... Shock Resistance. Some enemies have high Shock Resistance, making them immune to being staggered by swift attacks. You can use a potent blow or charged potent blow to stagger them. However, enemies with very high shock resistance cannot be staggered even by those attacks. Ich sehe nicht mal einen Gegner. Aber ist auch egal, ich gehe nämlich erstmal wieder zum Bonfire. Was sagt ihr dazu? Was suchst du jetzt? Ich habe das Gefühl, ich kann hier noch ein bisschen aufleveln. Ja, die unsichtbaren Wände bei Wukong fand ich auch sehr unschön, muss ich sagen. Das fand ich auch nicht ideal. Ach, guck mal hier. 1000. Es fehlen gerade mal 100. Ein Kampf und dann können wir direkt wieder hier. Es ist mir ein bisschen zu dunkel, Leute. Ich muss es leider ein bisschen hochschrauben. Ich sehe fast nichts. Ich hoffe, es sieht nicht zu milchig bei euch aus. Jetzt waren es wieder nur zwei Schläge. Und ich war Alter! Oh, er macht Kicks! Schade, dass ich nicht kicken kann. So, wir haben wieder ein Level. Hier kann man schon ganz gut farmen für den Anfang. Oha. Das finde ich nur ein bisschen dumm, dass das die Nutzentaste ist. Das ist doch geiler, wenn es auch eine Schlagtaste ist. Und nicht eine Taste, die sonst gar keinen Schlagmove macht. Schlagermove? Wisst ihr, was ich meine? Ja, okay, der hat, der haut rein. Jetzt muss ich immer wieder hier gegen die Zabel hier spielen.
Aber warum? Was ich nicht verstehe ist, schlägt der überhaupt? Ach doch. Er schlägt nicht einzeln mit der Axt zu. Die Axt gibt es nur in Kombination. Okay. Oh. Ja, ist ja gut jetzt. Oh Junge, ich treffe halt nicht. Alter, was hat der für eine Reichweite? Ja, ich treffe halt nicht. Was soll ich machen? Ey, was ist das für eine verfickte Reichweite, die der hat? Ich treffe 2 Zentimeter vor mir. Guck mal hier. Ich habe gar keine Reichweite bis zu diesem Stein da hier. Bis zu dem Stein, wenn ich hier stehe. Ich habe 1 Meter Reichweite, er hat 5 Meter Reichweite. Was soll das? Ich sehe mich schon wieder in einem Discord mit den Entwicklern diskutieren hier, wenn das so weitergeht. Was soll denn die lächerliche Reichweite der aufgeladenen Charged R2? Kannst aber überhaupt nicht ausweichen! Okay, blocken ist der Weg. Da geht er down. Okay. Also blocken ist der Weg, nicht ausweichen tatsächlich. Dunkel. Aber Kampf macht Spaß. Also kann ich schon mal jetzt sagen, gefällt mir. Es ist natürlich ein bisschen anders als in den anderen Spielen. Ist ja auch logisch. Ist aber auch nicht schlimm. Soldier's Lock. Aber ich finde, es ist in sich relativ schlüssig. Okay, man kann jetzt hier über die Reichweite dieser Attacke kann man natürlich diskutieren, aber wer weiß, wie viele Waffen es gibt und Special Moves, dies, das, das macht noch keinen Sinn, da jetzt irgendwie ein Urteil zu fällen. Das sieht interessant aus. Nein. Wo bin ich? Imperial Soldiers Dual Wield Gladiator Helm. Erstmal den Helm. Agility has decreased. Ah, okay. Jetzt ist Agility runter, weil ich zu schwer bin. 60%. Quasi Heavy Roll. Wenn man so will. Wenn ich das wieder ausziehe, habe ich 44%.
60, okay. Aber was ändert sich noch? Agility ist jetzt nur noch B statt A. Aber was genau das bewirkt, wissen wir noch nicht. Okay. Und dann haben wir hier die gleiche Waffe auf Level 6. Aha. Ist einfach exakt die gleiche Waffe. Nur, dass sie... dass sie stärker ist. Aber wo bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Es ist wirklich sehr dunkel. Das habe ich mir doch gedacht. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich sehe wirklich... Das macht mich richtig kirre hier. Das Licht. So, hier bin ich runtergefallen. Da kommt man von da hinten hin, okay. Oh. Jawohl. The fuck? Ich glaube, das Spiel hat schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Ah, linker Stick reindrücken ist übrigens auch Rennen. Okay, der Stun ist ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Ah, gut. So, ist Big Guy jetzt etwa wieder da? Oh, shit. Okay, du musst direkt mit einem aufgeladenen Schlag quasi kontern. Eieiei. Okay, so langsam, langsam, langsam. Sehr langsam check ich's. Bin ich da nicht eben runtergefallen? 3000 haben wir. Ich könnte auch zurückgehen und leveln. Stone mal 5. Ey, das ist zu dunkel. Man erkennt nichts.
Ich habe kaum noch was zum Heilen. Also, nicht nur kaum. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Hier kann man runter. Da geht's zu diesem Kristall, okay. Was ist jetzt das? You destroyed an ore. Releasing suspicious energy. Okay. Was war jetzt das? Leute, ich sag euch was. Wir gehen auf Nummer sicher. Feiern Hälse. Zwei Level. Temporary grants fire attributes. Okay. Recovers 100 health, gains 200 Lacrima. Destination Mount Heidenmacht, Prisoner. Der lebt ja immer noch. Ah! Ey, das macht mich wahnsinnig. Die Reichweite ist so klein, wirklich, Leute. Von diesem R2-Attack. So, ich renne jetzt an dem vorbei. Alter, ich sehe nix. So nehme ich. Okay, als nächstes wird auf jeden Fall in Stamina investiert. So viel kann ich schon mal sagen. Technical Beta ist das nicht Alpha. Technical Beta Test. Ich bin froh, wenn wir aus dieser dunklen Höhle raus sind, wirklich. Drops müssten an sein. Sagt mal Bescheid, ob ihr schon was gekriegt habt oder nicht. Ich konnte bei Twitch selber nichts einstellen. Aber vielleicht kann im Chat jemand sagen, ob schon was automatisch gegeben wurde. Ah, hier, ich habe einen Key bekommen durch Drops, ja. Man kriegt
einen Key zum Beta-Test. Ist für PlayStation 5 hier übrigens. War das der Drache? Ah, oh, es werde Licht. Danke, Lord. Endlich. Oh, ruckel die Ruckel. Framerate geht runter. Das ist übrigens der Performance-Mode. Wir können ja mal nur mal zum Checken den Quality-Mode machen. Und dann mit 3 Frames pro Sekunde spielen. Aber fällt mir jetzt rein optisch auch nichts auf, was besser geworden ist. Oder? Okay, kein Mensch spielt mit Quality Mode. Ja, doch ein bisschen. Das ist doch eine Falle hier, das sehe ich doch. I knew it. Ich bin doch schon rübergejumpt. Also Stamina leer zu haben ist wirklich sehr gefährlich, weil du dann, wenn dein Stamina leer ist und nun einen Treffer kriegst, bist du sofort gestunt. Da muss man also wirklich ein bisschen aufpassen. Sollen wir da runterjumpen erstmal? Immer erstmal den oberen Weg gehen. Jumpen kann man immer noch. Okay, wir jumpen. Hui! Oh, Drop Attack, Achtung! Flatsch! Trottel. Heiß. Warum? Falsche Richtung, weil ich nichts sehe. Die halten gar nichts aus. Ein Schlag.
So. Oh. Tschüss. Auch hier, liebe Devs, der sammelt das ja automatisch ein, aber ich finde, also hier könnte man nochmal einen Meter drauflegen, sozusagen. Für das Einsammeln. Also so, dass man nicht exakt dastehen muss. Give us the quality of life. Oh oh, ein Yeti? Das sieht nach Ärger aus. Okay. Ja, Backhand, nice. Geht ja. Da geht er down. First try, Leute, was ist los? Okay, ich tue das mal hier als Beta-Test weg, aber es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir hier nur die gleichen Sachen droppen, die nur ein bisschen andere Werte haben. Wissen wir nicht, was das hier macht, ne? Ah, you destroyed all the soul stones in this location. Okay, cool. So, hier geht's jetzt in viele Richtungen. Hier, das sieht tödlich aus. Das Item. Okay, also mehrere von denen sind scheiße. Den ganzen Weg hier noch mal gehen, ey. Da hätte man ja auch ein Bonfire hinmachen können. Nur mal so. Muss ich den Spacko noch mal bekämpfen oder was?
Aua. Ah, jetzt nimmt aber viel Anlauf. Wow! Aber das Blocken macht Spaß. Schon gut. Das nenne ich mal einen Blutfleck. Mach mir doch keinen Blutfleck. Okay, falscher Song. Aber so ähnlich ging's. Ah, der ist richtig on fire, weil er mich gekillt hat eben. Nicht schon wieder, ey. Wow. Man trifft einfach mit dieser R2-Attacke nicht. Jesus. So, jetzt aber mal Bonnie bonsen, oder? Sag ich doch. Stamina geht hoch. Auch die Zahlen hier schon. 1160 Stamina. Auf Level 7. Stamina Recovery geht hoch. Was ist bei Proficiency? Dodge Stamina Cost Decrease. Stamina Damage Increase. Okay. Nein! Hä? Ich wollte auch Endurance. Ah. Verklickt. Verklickte Wix. Gains 10.000 Gold. Das war ja unnötig. Von wo bin ich gekommen? Von da. Da war doch noch eine Abzweigung, meine ich. Jetzt müssen wir nochmal an den dummen Apes hier vorbei. Aber jetzt ist der Johnny auch wieder da. Glück ist ja auch ziemlich konditionsschwach. Und er hat mal endlich mal eine Gladiators Leggings, Leute. Stark. Also da ging es nicht lang. Aber hier ging es noch lang. Bogen. Bogenboy. Lol. Alte Steintrick. Tear Summon Stone, das klingt interessant. Retrieves Lacrima lost upon Kazans most recent death. Ach, guck mal. Interessant. So ein Item gab es ja in ganz Souls nicht. Kampfsystem macht Spaß,
Auf jeden Fall, also das kann ich schon mal sagen, es ist nicht schlecht. Man muss sich nur erstmal ein bisschen ans Timing und so gewöhnen. Also kann ich den nicht... Dann halt so. Euer Gladiators Helm. Geil. Statt 13 habe ich jetzt 14 Defense. Nice. Und ein Soul Tier Dust. Also wie gesagt, es ist die Technical Beta. Das Spiel soll erst nächstes Jahr rauskommen. Ich habe das Gefühl, dass hier noch einiges an Content fehlt. Vor allen Dingen das Loot. Will ich jetzt einfach mal so denken. Dass das im normalen Spiel ein bisschen anders verteilt sein wird. Wurzel. Aber was hier zum Beispiel besser ist als bei Enotria, dass der harte Schlag, also das kann man natürlich easy mit einem Patch fixen, aber es fällt mir direkt auf, der harte Schlag macht deutlich mehr Schaden als der leichte Schlag. Und so muss es auch sein. Du brauchst ja sozusagen eine Motivation, den harten Schlag zu benutzen, der ja viel länger dauert. Wenn er nur wenig mehr Schaden macht, benutzt man ihn nicht. Wer hat hier geschrien? Ich glaube, es kam aus dieser Höhle hier. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh, was ist das? Nein. Bärenalbtraum. Ja, okay, cool. Sie haben die Kamera-Bugs aus Dark Souls mitgenommen. Wieso stirbt er nicht? Geht er down? Oh, Imperial Soldiers Dual Wield haben wir gekriegt. Elf Attack. Und eine Schatzkiste. Hunter's Ring. Das ist neu. Plus 21 Max Health. Okay.
Ja gut, das Loot, muss ich sagen. Naja. Naja, wie ich nichts sehe und gegen jede Wand renne. Ich habe kein Estus mehr. Ach geil, guck mal, der greift die auch an. Das ist ja fantastic. Stark. Hä? Was trifft mich denn da? Hä? Irgendwas. Hey, ich wollte nur helfen. Mach ich kurz. Danke. Oh, der lebt noch. Ganz stark von mir gemacht. Ganz stark. Taktisch Weltklasse. Möchte ich sagen. Guckt, wie wenig Energie ich habe und trotzdem. Deshalb seid ihr hier. Das muss man einfach sagen. Deshalb Deutschlands Weltbester. Ich will es gar nicht aussprechen. Das heißt wieder Selbstüberschätzung. Nur weil ich überragenden Skill habe und es auch weiß. Shortcut. Kazan can interact with various terrain features such as carts, ladders and trees to create shortcuts. These shortcuts allow Kazan to return to his current location more quickly from nearby blade nexus. This is so great. Benji necklace. Kann ich das anziehen? Nee. Stark. Kann ich upgraden? Nope. 2600 brauche ich schon. Ist das der erste Boss? Nee, das bin ich. Hä, bin ich das? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh oh. Alles klar. Ja, okay. Ich verstehe. Peace at last. Ah, fairer Rücksetzpunkt von Lacrima. Aber schön schnell wieder in Kampf, das mag ich. Okay. Oh.
Ja. Na. Drei. Ja, ich weiß. Zu weit weg. Ich wusste es. Oh, Grab Attack. Yo! Body Slam oder was? Der ist machbar, Leute. Man muss ja erstmal die Attacken kennen. Diese dumme, verzögerte... Ja, der ist natürlich auch... Mann! Da waren wir beide erschöpft. Ja. Also der Stun ist ein bisschen zu lang. Wenn ihr wisst, was ich meine. Der die Stamina-Bestrafung ist ein bisschen zu lang. Das ist ein bisschen too much. 5 Sekunden lang nicht bewegen, finde ich ein bisschen zu krass. Ah, okay, das ist auch ein Schlag. Aber ein bisschen Probleme zu checken, wann hier... Oh, ich bin ausgewichen, Mann. Handweh. Weil ich schon wieder so am Verkrampfen bin, ey. Ich hab ihn gleich, Leute. Ja, dass das eine Attacke ist, ist halt auch lächerlich. Ansatzlose Scheiße.
Was? Hä? Das ist ja Monster Hunter-like. Kurwa cholerasna pista, Marty. Dodgen kannst du komplett knicken hier. Ja, naja, also manchmal bringt's was. Ja, den kannst du nicht dingsen, kannst du den. Nicht jetzt, Mama! Diese Drecksattacke! Diese verdammte Drecksattacke! Dieser Body Slam! Jetzt habe ich den Sucker. Guck. Jetzt ist... Boah, so wenig nur. Okay, jetzt ist er sauer. Ein Versuch noch. Also es ist mehr Sekiro das Gameplay als Dark Souls. Weil du kriegst diesen lila Balken von ihm eigentlich nur durch diese Perfect Parries hier. Und dann musst du mit aufgeladener Hard-Attacke dagegenhalten. Jesus. Aber ich bin mir, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht jetzt von der Visceral Attack. Weil das würde ja bedeuten, man müsste viermal diesen lila Balken runterparryen. Wenn ich das richtig kalkuliert habe. Ah, geil, kurze Distanz, Stein werfen. Kaum Damage. Und dann kommt diese ultraschnelle Grab-Attack, die so viel Damage macht. Mal wie wenig Damage ich bislang gemacht habe.
Okay. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein von First Berserker Kazan. Technical Beta Test. Vielleicht werde ich es nochmal machen und nochmal den Bossfight nochmal versuchen. Scheint mir so vom Balancing her noch nicht so hundertprozentig zu sein. Mir tut jetzt schon, also ich habe echt schon hart Schmerzen in der Hand, weil man viel parryen muss, um überhaupt ein bisschen Damage zu machen. Bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das so schon im Sinne des Erfinders ist, aber es hat Potenzial. Es scheint noch wirklich viel zu fehlen, vor allen Dingen Loot-Inhalt und so weiter. Und ich glaube, wir haben natürlich jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist wahrscheinlich alles noch so Tutorial-Intro-mäßiges Gebiet. Schwer zu sagen, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Es kommt erst nächstes Jahr raus. Das ist auch nur ein technischer Beta-Test. Also wir sind hier noch ein ganzes Stück weit entfernt. Aber hat Potenzial auf jeden Fall. Hat Potenzial. Ich fand es nicht schlecht. Gerade das Kampfsystem macht eigentlich Spaß. Kannst natürlich auch nicht viel falsch machen. Dieses Sekiro-Kampfsystem funktioniert einfach super. Egal, ob jetzt eben bei Sekiro oder Lies of P oder jetzt auch hier. Das funktioniert schon sehr gut. Muss man mal im Auge behalten, das Spiel. The Last Berserker Sun. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr auch beim Beta-Test teilgenommen habt, was ihr davon haltet. Dies, das, Ananas. Bis zum nächsten Mal. Soul Check. Over.